Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Collection Update präsentieren. Und zwar wollen wir heute mal wieder gucken, was ich so in der vergangenen Woche an Collectibles mir geholt habe, beziehungsweise wir wollen wieder shoppen gehen. Ich hatte das letzte Mal ja gesagt, dass wir zu den Ventir beziehungsweise zu den Koreanern switchen. Bei den Koreanern wird es wahrscheinlich die Woche nicht, weil wir nicht alle Erfolge geschafft haben letzte Woche bei der Koreaner Arena. Dementsprechend schauen wir uns die Woche die Ventir an und wahrscheinlich dann nächste Woche die Koreaner, wenn ich bei der Arena die Erfolge habe und dementsprechend dann die Voraussetzungen habe, um mir alle Items zu kaufen. Wir haben wieder ein bisschen was plus gemacht und zwar gucken wir uns jetzt anhand von All the Things mal an, wo wir ein bisschen was dazu bekommen haben. Letzte Woche waren wir stehen geblieben bei fehlenden Items 1237 und das waren 98,36%. Jetzt sind wir ein bisschen hochgegangen. Wir brauchen nur noch 1169 Items. Das entspricht 98,45%. Wo haben wir was dazu gekriegt? Bei den Pets ist es gleich geblieben, obwohl ich wieder versucht habe, diesen Warte aus den Kisten zu kriegen. Gestern und heute habe ich wieder alle Kisten der Bastion aufgemacht. Kam leider nichts. Bei den Mounts hat sich auch nichts getan. Sets auch nicht. Dann Berufe war auch nichts. Hergestellte Gegenstände auch nicht. PvP haben wir zwei gut gemacht. Ich habe aus der Weekly Chest unter anderem mir ein PvP-Item rausgeholt. Die Brust hier, genau. Und weil sonst war tatsächlich nichts drin, dann habe ich mir aus der Weekly Chest tatsächlich ein Transmog-Item beim Main rausgefischt. Dann Flyparts hat sich auch nichts geändert. Bei den Erweiterungsfeatures ist einiges runtergegangen. Da sind fast 40 Sachen oder sogar über 40 Sachen raus. Hat einfach damit zu tun, dass wir ja bei den Koreanern ein paar Achievements gemacht haben. Wir waren bei dieser Koreaner Arena, haben einige Kämpfe absolviert und da ja bei den Erfolgen es immer so ist, dass nicht nur der Erfolg als 1 zählt, sondern jeder Unterpunkt auch nochmal extra zählt, ist dann natürlich, wenn man eine Achievements abschließt, relativ viel raus. Wenn man jetzt hier mal das zeigen kann, zum Beispiel hier bei dem Erfolg, ne, wird als ein Erfolg theoretisch gezählt, aber hier fehlen dann 13 Teile, weil es dann halt so und so viele Bosse dementsprechend sind. Hier seht ihr, habe ich auch schon, ich glaube, das könnte ich sogar nochmal updaten. Ich weiß jetzt nicht, ob er es hier checkt. Wahrscheinlich müsste ich es mit meinem Koreaner-Char updaten. Ja, nein, der checkt es nicht. Mir fehlen bei dem Achievement zum Beispiel jetzt nur noch 4 Bosse. Ne? Hier sind jetzt noch 13 drin. Insgesamt sind es, glaube ich, 30 Bosse. Ne? Also deswegen ist da relativ viel rausgegangen und ich hoffe am Wochenende, dass ich dann dementsprechend noch die restlichen Erfolge hier fertig kriege. Dann schauen wir mal weiter. Bei Achievements ist halt selbiges, ne? Da sind halt relativ viele Koreaner unter Achievement-Geschichten rausgeflogen. Dementsprechend sind die sowohl bei Erweiterungsfeatures Koreaner drin, als auch bei Erfolge. Und dementsprechend, wenn ich da ein Achievement mache, fliegen halt gleich x Sachen raus. Dann World Drops sind gleich geblieben. Hier Außenbereiche, da haben drei Sachen sind da rausgeflogen. Zwei Sachen kann ich euch sagen. Und zwar zwei Sachen, die wichtig sind. Es gibt ja ein kosmetisches Item, was dementsprechend hier bei einem Boss droppen kann. Nirvaska, der Beschwörer, schimpft sich den. Den habe ich, glaube ich, in dem ganzen Expansion jetzt dreimal gesehen. Ich habe ihn jetzt letztens nochmal umgehauen. Der ist nämlich nur da, wenn dementsprechend eine World Quest ab ist. Und diese World Quest heißt Tödliche Erinnerung. Und ich weiß, hier sind oft World Quests ab, aber die heißen alle irgendwas mit tödlich. Aber nur bei dieser einen ist quasi der Typ auch da. Und dann, wenn man Necrolord ist, hat man eine kleine Chance, dieses kosmetische Item zu kriegen. Und letztens habe ich tatsächlich den Boss da gehabt, umgeboxt und habe das Item endlich gekriegt. Heißt, Necrolord, wieder ein Haken dahinter. Das haben wir schon mal weg. Und ich habe auch den Stab aus der Kiste hier von den Necrolords bekommen. Ich mache jetzt seit, ich will jetzt nicht lügen, aber eigentlich seit Expansion Start habe ich den Anima Conductor, also kurz danach habe ich mir den Anima Conductor auf 2 geballert und habe jetzt jeden Tag diese Kiste aufgemacht, über x Monate. Also das ist jetzt schon fast ein halbes Jahr, dass ich diese Kiste aufmache und ich habe schon nicht mehr dran gehofft, weil ich da ständig auch Waffen rausbekommen habe, aber ich habe immer den Agi-Stab rausbekommen und ja, ich habe oben die Loot-Spezialisierung auf Heal, auf Eule gehabt, ich habe teilweise umgespeckt auf Heal und Eule und die Loot-Spezialisierung drauf gehabt, weil manche Kisten buggen auch, da muss man tatsächlich umspecken, also in MOP gab es da einige so Kisten, wo da Probleme gab und jetzt habe ich es endlich gekriegt, dementsprechend ist das auch raus und das dritte Item, was rausgeflogen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht habe ich nur irgendeine Kleinigkeit irgendwo bekommen. Aber ihr seht, jetzt an Shadowlands, quasi Open World, ist Maldraxxus komplett raus. Ne? Aus dem Ardenwald sind es jetzt auch nur noch
kleine Teile, die mir fehlen. Und Bastion ist es auch noch, das Pet, was ich jeden Tag farm, und dieser Warter, ne, den ich ja auch die Woche wieder ordentlich gefarmt habe. Und Ravendress, gut, da sind es noch mehrere Items, das sind halt hauptsächlich die für den Gluthof, ne, die es dann halt hier gibt. Gut, so viel dazu. Dann das Wichtigste, was weggefallen ist, ist einmal unter Dungeon und Schlachtzüge. Und zwar habe ich jetzt hier mit meinem Schurken den aus der Weekly Chest quasi ein Waffentoken bekommen, vorhin gerade das Waffentoken eingelöst, und dementsprechend sind jetzt hier im Normal und im HC, beziehungsweise auch LFR, die Waffentokens rausgeflogen. Da hat mir ja nur noch ein einziges Item gefehlt im Unique-Modus, dass ich alle Transmogs habe für die Waffentokens bei allen Covenants tatsächlich. Das ist jetzt weg und dementsprechend werden jetzt halt nur noch der Kopf im NHC und im HC angezeigt und keine Waffentokens mehr. Klar, im Mythic, da fehlen mir die ganzen Sachen noch, da bin ich im Moment noch nicht unterwegs, aber das freut mich schon mal, das ist schon mal ein großer Schritt. Jetzt müsste nur mal der Kopf sowohl im NHC als im HC mal droppen. Genau, soweit zum Upgrade die Woche. Jetzt wollen wir zwei Sachen angucken. Erstens wollen wir schauen, dass wir beim Inventier-Char mal noch klar Schiff machen. Und zwar hatten wir da ja vor zwei Wochen, vor zwei Wochen hatten wir ja schon mal die Hälfte gekauft. Ich hoffe, dass ich jetzt genug Anima habe, um mir alles Restliche kaufen zu können. Und ich will jetzt mit meinem, mit meinem Necrolord-Char hier, also mit meinem Main, mal die ganzen anderen Covenants durchswappen, einfach, um bei den anderen Covenants die Quests alle machen zu können. Zum Beispiel hier bei den Nightfee, ne, auf meinem anderen Account habe ich ja die Quest gemacht, aber hier diese ganzen Quests, das sind halt auch viel, was da fehlt, und die will ich mal alle machen. Dementsprechend möchte ich alle Covenants einmal durchswappen. Damit will ich jetzt die Woche starten, und dementsprechend muss ich jetzt hier bei den Necrolords noch das eine oder andere vorbereiten. Heißt, wir wollen noch ein bisschen Anima ausgeben. Ich habe nämlich bei dem Char noch 15k Anima, ich glaube mal so 10k will ich auf jeden Fall mal noch runterhauen, und ja, auf der Bank habe ich ja auch noch ein bisschen was rumliegen, also wenn ich jetzt hier mal das aufmache und das laden würde, da seht ihr es, haben wir einiges rumflacken, ich vermute es ist sogar fast 100k, ne? Und das werden wir dann dafür benutzen, um bei den anderen Covenants quasi Gebäude aufzubauen und dann auch die Quests bei den Gebäuden zu machen. Zum Beispiel bei den Koreanern gibt es ja echt viele Quests, einfach durch diese Koreaner-Arena, wo man dann eine Questreihe machen muss, die, weiß nicht, 20, 30 Quests lang ist, und dementsprechend will ich das natürlich dann auch mitnehmen. Gut, ich würde sagen, jetzt gucken wir als erstes mal zu den Vent hier rüber, und zwar kann man da auch mal kurz gucken. Ich habe es hier schon offen, mir fehlen da noch einige Händler, einige Items. Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Hier unten waren wir ja stehen geblieben, genau, beim Georg. Das ist quasi der Händler für die Pack-Kampagne. Die für die Ruhmstufen, den Händler, da habe ich mir, glaube ich, das letzte Mal schon alles gekauft. Also tutti completti. Jetzt würde ich sagen, habe ich noch Max eingezahlt? Ich muss mal kurz gucken. Genau, ich habe quasi fast Cap eingezahlt, 34.000. Ich glaube, ich habe mir das letzte Mal ausgerechnet, dass ich noch 58.000 Anima brauche, ne? Ich meine, auch hier habe ich ein bisschen was auf der Bank. Ich hoffe mal, ich habe jetzt etwa so hochgerechnet, was kriege ich in der Woche, ne? Und ich hoffe, dass wir hinkommen, dass ich mir jetzt alles kaufen kann, dass ich da nicht nochmal loslegen muss. Jetzt tun wir hier einmal das Resetten, hätte ich gesagt. Und dann gucken wir mal, was wir alles brauchen. Also ich muss auf jeden Fall noch die Waffen hier kaufen, bei dem, und die Umhänge. Dann brauche ich noch vom Gluthof oben einige Items, wie ihr hier seht. Und dann brauche ich noch die Waffen vom Gluthof. Also sowohl die Rüstung als auch die Waffen vom Gluthof. Übrigens, ich habe mittlerweile bei den Ventier, bei den Sets, ne, können wir auch mal reingucken, Ventier, habe ich ja das Kampagnen-Set, das Ruhm-Set, das habe ich mir gekauft, und das Reisenetzwerk-Set, also dieses Set, was man quasi aus diesen Spiegeln kriegt, wenn man sie repariert, das habe ich auch fertig, und wenn wir jetzt das Gluthof-Set kaufen, dann habe ich mit dem tatsächlich alle Sets voll. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Und zwar gucken wir mal hier, haben wir eine Schildhand, die kaufen wir mal. Ich hoffe, dass ich genug Ding habe, ne? Genug dankbare Gaben. Also ich denke zwar doch, aber man weiß ja nie. So, jetzt haben wir die alle schon mal gekauft. Dann muss ich jetzt mal umschalten auf alle, weil manche Waffen sind ja dann immer noch versteckt, beziehungsweise auch die Umhänge. Das kaufen wir noch. Das kaufen wir noch. Und das kaufen wir noch.
Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo eine Waffe dabei ist. Ah, da hat sich eine versteckt. So, den Dolch kann ich leider mit dem hier nicht kaufen. Schlichtweg, weil der halt nicht tragbar ist. Dann muss ich irgendwann mal mit meinem Main nochmal hin. Gut, wir müssen jetzt einmal die Sachen alle anlegen. So, schauen, dass wir dann mein Main-Gear nicht verkaufen. Das wäre nämlich suboptimal. So, das lernen wir jetzt mal alles und dann kann ich es auch wieder verkaufen. Ich habe das letzte Mal mit meinem Kyriana-Char habe ich eins von meinen Main-Gear-Teilen verkauft. Ich habe es zum Glück nach der Aufnahme gemerkt und habe es nochmal zurückergattern können. Aber das ist halt immer bitter, ne, wenn dir da das Gear flöten geht. Ach so, das will er wieder nicht haben. Ach, ich hasse das. Dieses Zeug musst du dann löschen, ne? Löschen. Jetzt tun wir das mal alles weghauen. Löschen. 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 Das hat Blizzard ein bisschen blöd gemacht. Die sind halt wirklich gar kein Gold wert, die Sachen. Und dementsprechend musst du halt alle löschen, sonst kriegst du halt nicht los. So, sind es nur drei Umhänge? Gibt's da nicht noch mehr? Eigentlich müsste das doch noch einer mehr sein. Jetzt gucke ich mal schnell, ob wir da alles haben. Ja, den Händler haben wir jetzt komplett. Und wir haben jetzt bei dem einen Händler doch einiges ausgegeben. Was hatte ich? Ich glaube, ich hatte 34.000 und ein bisschen was, ne? Also haben wir jetzt 28.000 ausgegeben. Bisschen mehr als 28.000. Ich glaube, die Umhänge, die haben nur 100 gekostet, ne? Also 28,5 oder irgendwie sowas haben wir ausgegeben. Gut. Heißt, wir müssten, wenn wir jetzt einzahlen, was habe ich gesagt? 58, also ich müsste jetzt nochmal 30.000 einzahlen. Ich hoffe, ich habe nochmal 30.000. Jetzt gucken wir mal. Okay, es ist Cap, ne? Also das passt schon mal. 6.000 hatten wir drin. Also muss ich dann nochmal nochmal 2.000 knapp noch einzahlen. Ich hoffe, dass ich das nur habe, aber es sieht gut aus. Ich glaube, wir müssten komplett hinkommen. Hier unten ist noch ein Händler. Und zwar ist das der für die mythische Ausrüstung, aber das kann ich leider nicht farmen, ne? Also das ist auch nichts, hat auch nichts mit Anima zu tun, da braucht man einfach die Mythic Tokens quasi. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. So, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal zu den ganzen Gluthofhändlern. Ich bin mittlerweile auch ehrfürchtig, ne? Bei hier unten, ehrfürchtig beim Gluthof. Dementsprechend müsste ich mir jetzt alles hier kaufen können. Also wir haben dann einmal das Rückenteil. Das holen wir uns mal. Blöderweise kann ich mir irgendwie das Mount nicht kaufen, ne? Ich weiß auch nicht, warum. Warum das nicht geht. Weil eigentlich soll es hier auch noch ein Mount geben. I don't know. Aber das ist das Mount, was man sich bei allen Covenants kaufen kann. Deswegen kann ich mir notfalls auch einen Hard mit meinem Main noch kaufen. Mit dem will ich ja dann eh switchen. So, dann kaufen wir uns jetzt hier mal die ganzen Teile noch. Bin mir echt nicht sicher, ob ich mich nicht verrechnet habe. Muss ich ehrlich gestehen. So, dann muss ich nochmal swappen hier für die anderen Umhänge. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die noch anlegen muss, die Sachen. Ne, die muss ich nicht anlegen. Wenn ich die einmal gekauft habe, dann ist das gelernt. Keine Ahnung, warum sie manchmal die Sachen hier so umständlich machen. Gut, der Händler ist auch raus. Es ist jetzt noch ein Händler. Und wie viel Anima habe ich jetzt noch? Gucken wir mal. Ich habe jetzt nur 18.000. Ja, gut, okay. Es könnte reichen. So, okay. Also, jetzt gucken wir hier noch. Erzählt den Bossen nichts von. Manchmal zeigt das hier das Zeug falsch an, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Schon mal den Dolch, den kann ich nicht lernen. Aber warum wird der mir trotzdem angezeigt hier? Der wird mir trotzdem... Keine Ahnung, warum der mir trotzdem angezeigt wird, ne? So. Das Schwert können wir noch holen. Und sonst haben wir alles, ne? Hatte ich mich doch verrechnet. Anscheinend
habe ich doch, oder waren es nur 54.000? I don't know. Jetzt, wir zahlen jetzt mal den Rest nur ein. Und dann gucken wir mal schlussendlich, wie viel Anima ich überhaupt. Und ich habe nämlich noch was anderes, was ich kaufen wollte. Warte mal, das können wir nicht wegtun. Löschen. Aber jetzt sieht's gut aus. Jetzt haben wir quasi hier nur noch die Mythic-Waffen drin. Und hier quasi nur noch das Mount. Und das andere sind ja so die Rewards, ne? Es gibt aber noch einen Händler, wo wir auch noch mal kurz hinwollen. Da werden wir jetzt dann gleich noch mal hinfliegen. Warte, jetzt backt es hier wieder. Einen Goblin-Gleiter? Ja, haben wir noch. Jetzt zahlen wir mal noch das restliche Zeug an. Anscheinend habe ich ein bisschen zu viel noch gefarmt. Schauen wir mal, wie viel ich zu viel gefarmt habe. Okay, ich habe 8k zu viel gefarmt. Das ist ja gar kein Stress. Da war ich relativ nah dran, weil ich dachte ja 58k und nicht 54, ne? So, wir werden jetzt mal noch wohin fliegen. Und zwar gab es noch einen Händler hier in Revendrest. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da können wir jetzt nämlich noch kurz hinfliegen. Und der hat nämlich noch Schwerter und die kann ich ja mit dem hier auch lernen. Hier unten, irgendwo hier war der. Da können wir jetzt dann gleich nochmal gucken. So, da war's. Woppen wir jetzt einmal hier rüber. Das hat er jetzt schon gewertet. Seht ihr, jetzt sind wir hier nochmal gut runtergegangen. Bei den Vent hier. Gut, die Dolche hat er jetzt hier noch drin, ne? Den Dolch hat er noch drin. Und wahrscheinlich hier beim Ember Cord hat er auch noch die Dolche wahrscheinlich drin. Ja, seht ihr, weil die kann ich leider nicht lernen. Der eine ist sogar beim Anlegen gebunden. Ah, einer ist sogar anscheinend handelbar. Interessant. Der ist sogar handelbar. Okay. Ja gut, die Dolche, die muss ich separat mal holen, aber da werden wir ja dann eh nochmal switchen, beziehungsweise dann gucken. Und ja, ich kann auch gleich im Black Market noch gucken. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, sind wir schon rübergeflogen. Also, wobei das Black Market wahrscheinlich gerade leer sein wird. Ich glaube, um 23 Uhr geht das erst los. Von dem her, ja. Wir können trotzdem mal gucken, aber ich glaube, das dürfte noch leer sein. Also, wir gucken jetzt einmal. Zwecks diesen Händler-Items. Ich war nämlich letztens da mit Main noch dort und dachte mir, komm, da war nämlich das ein oder andere Dolch-Item noch, was ich brauchte und habe mir das dann geholt. Und das ist anscheinend unabhängig von Covenants. Und dann habe ich gesehen, es sind auch noch ein paar Schwerter da und dann dachte ich mir, komm, wenn du mit dem Monk ein bisschen overcapped hast, ne, mit Anima, was jetzt auch der Fall ist, dann kann ich mir quasi da nochmal vielleicht ein Schwert holen. Jetzt gucken wir mal. Also das haben wir. Hier haben wir ein Schwert. Das ist ein zweihändiges. Ja, als Ding angezeigt, dass ich es nicht lernen kann. Gut. Ah, schon mal jetzt. Ein Schwert wäre noch, aber das ist zweihändig, das kann ich mit dem nicht holen. Dann sind wir eigentlich ziemlich perfekt hingekommen. Ziemlich perfekt. Warte mal, hier ist noch ein Dolch. Aber das hat, den Dolch habe ich irgendwie noch nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Kann das vielleicht sein, dass der Dolch, dass der nicht immer verkaufbar ist? Weil der ist jetzt 1750 und den habe ich nicht gelernt. Oder vielleicht kannst du den nur als Vent hier kaufen. Ich glaube, der wurde beim anderen nicht angezeigt. Das ist jetzt komisch, weil ich war vor ein paar Tagen da dran, ne? Mit meinem Main, wie gesagt. Und da war der, glaube ich, nicht dabei. Ah, super, die kann ich jetzt wieder weghauen, die Dinger. Okay, aber dann haben wir vom Venti jetzt soweit alles gekauft, was ich mit dem Monk kaufen kann und sind eigentlich relativ gut mit dem Anima hingekommen. 2000 über, da kann ich dann noch ein bisschen die Mission losschicken und vielleicht das ein oder andere Gold quasi da zusammenkriegen. Achso, ja, wir können jetzt nochmal kurz beim Black Market vorbeischauen, aber wie gesagt, da kommen, glaube ich, die Items erst kurz nach 23 Uhr rein, dementsprechend dürfte da noch nichts dabei sein, ne, aber gucken wir mal kurz. Nee, seht ihr, da ist noch nichts dabei. Okay, dann würde ich sagen, tun wir jetzt noch zum Abschluss hier bei meinem Main schauen. Wie gesagt, wir haben da einmal noch 15.000 Anima. Ein bisschen was will ich bei dem liegen lassen, ne? Heißt so vielleicht 5k und drunter lasse ich bei dem liegen, weil ich will ja auch nochmal rüber switchen zu dem, ne?
um die restlichen Ausrüstungen fertig zu machen. Und dann wäre es ganz gut, wenn er noch ein bisschen Anima hat, um Missionen loszuschicken. Also ich brauche mit dem halt noch die Sets fertig. Ne? Ich habe das Monstrositäten-Set, das will halt einfach nicht kommen. Die Quests hier seit glaube ich, 2 Monaten oder so habe ich kein neues Item hier gekriegt. Und hier vom Einigkeitsset habe ich jetzt vor 3 Tagen, glaube ich, ein neues bekommen. Aber davor auch seit 2-3 Wochen gar nichts. Ne? Ich mache eigentlich jeden Tag die World Quest alle hier in Maldraxxus mit Einigkeit, also den habe ich immer dabei. Nichtsdestotrotz switchen wir jetzt und ich werde mir einen anderen Char hier hochziehen, dass ich mit dem quasi hier mit Einigkeit das Zeug farmen kann. Gut, wir wollen einmal jetzt noch die 5000 Anima fürs Mount hier raushauen. Das habe ich ja jetzt immer versucht, über das Konservatorium der Königin zu kriegen, um einfach kein Anima zu wasten. Bei 3 Stück hat es geklappt. Das letzte will irgendwie nicht, das kaufen wir uns jetzt einfach hier einmal und dann können wir noch Pets kaufen, beziehungsweise ich habe vorhin schon geguckt, welche was wert sind, die beim Händler sind fast nichts wert. Jetzt lernen wir das einmal. Ja, jetzt seht ihr, das ist jetzt von 17 runtergegangen auf 13, weil dieses eine Mount gab es quasi bei jedem Covenant konnte man sich das holen und da ich es jetzt hier gekauft habe, deswegen meine ich immer, also die Zahlen, die hier stehen, sind nicht so ausschlagekräftig, sondern das sind, da wird halt jede Quelle einzeln aufgeführt, ne? Wenn man das bei 4 verschiedenen Händlern bei jedem Covenant bei einem anderen holen kann, dann sind halt da 4 Quellen drin. Deswegen sind es keine 13 Mounts mehr, die mir fehlen, teilweise sind es halt noch ein bisschen weniger. Gut, nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch ein bisschen was über. Wir haben noch 10.000 über, dann würde ich sagen, stelle ich mal hier 2 her und von Rückgrat stelle ich mir vielleicht auch nochmal 2 her. Ich kann mir sogar mehr herstellen, ne? Die kosten ja kaum was. Wenn ich mir von jedem... Da... Stelle ich mir 3 her von jedem, dann habe ich noch ein bisschen was über. Aber noch knappe 5.000 über. Das reicht, wenn ich mal wieder hier switch, um ein paar Missionen loszuschicken. Und die werden wir jetzt einfach im Auktionshaus verticken. Ich denke mal, um die 20.000 kriegst du für die Pets im Moment noch. Das ist nicht viel, ne? Aber bevor ich das Anima jetzt hier komplett liegen lasse, ist es, denke ich mal, so besser. So, als nächstes werde ich dann jetzt den Covenant switchen. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass ich, vielleicht wenn ihr das auch irgendwann mal machen wollt, die Missionen alle auslaufen lassen habe, denn es gibt gesharte Anhänger, sowohl Crowman als auch den Fleischklops, die kriegt man ja über Torghast, die gibt es bei jedem Covenant und dementsprechend sollte man die nicht quasi auf Mission haben, sonst kann es sein, dass es verbuggt, muss nicht sein, kann sein und dementsprechend wollen wir das Risiko nicht eingehen. Ich habe die da mal schön alle auslaufen lassen und dann kann ich jetzt quasi den Covenant switchen und dementsprechend da ganz gechilltes machen. Gut, so fürs Collection Update soll es das gewesen sein. Wie ihr seht, sind einige Items nochmal runtergegangen. Jetzt sind wir schlussendlich bei 1133, was 98,50% entspricht. Gut, damit verabschiede ich mich fürs Collection Update. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.